Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu The Elder Scrolls Online. Heute geht es, wie ihr sehen könnt, um den Heiler im PvE und zwar für Dungeons und natürlich auch für Raids. Ich möchte euch zeigen, wie bzw. was für Setups ich spiele in Dungeons und Raids. Ich kann euch jetzt hier auch, ich sag mal in Kombination mit Schmuck und Rüstung etc. die drei Standard-Sets zeigen. Ich werde dann aber auch auf ein paar alternative Sets eingehen und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt am besten mal an. Und zwar mit der Tatsache, dass ich jetzt hier kein Buffo drin habe, das ich mal nehmen sollte. Und dann sehen meine Stats auf der Heilstableiste aktuell so aus. Ich habe hier gerade 18.700 Leben. Das liegt an folgendem. Ihr seht, ich habe 64 Punkte in Maika. Das hat folgenden Grund. Ich empfehle euch nicht, das so zu machen, wenn ihr ein Full Healer seid. Das heißt, wenn ihr diesen Charakter oder euren Charakter nur benutzt, um Heiler zu sein, dann tut nicht 64 Punkte in Maika, sondern ich empfehle euch, zwischen 13 bis 15 Punkte in Leben zu stecken. Das ist ein gutes Stück effektiver. Dann kommt ihr nämlich auf, dann könnt ihr das genauso einkalkulieren, so, dann kommt ihr so bei 17,9k Leben bis 18,1k Leben in etwa raus. Das reicht völlig. In der Regel wird ja auch vom Tank eben Erzarsenal getragen. Und wenn er dann entsprechend das Gear auch in Gold hat, ne, dann kriegt ihr über 1100 Leben dazu. Und ja, dann seid ihr bei 19k, das reicht für euch als Ziel, weil ihr kriegt ja über das Kriegshorn, das ja auch in einem guten Raid immer aktiv ist, ne, also zumindest dieser Ressourcenbuff, ne, 10% mehr Ressourcen, kriegt ihr dann auch entsprechend Leben und dann kommt ihr dann auf, bei über 20.000 raus. Ne. Das ist also mehr als ausreichend. Ich habe jetzt hier quasi ein bisschen viel Leben und ein bisschen wenig Maika, in Anführungszeichen. so wenig ist es aber gar nicht, ne? 38.700, das könnte auf jeden Fall mehr sein, das könnte auch bei über 40.000 liegen. Und ja, ich habe 2,1k Maika-Rack, die, naja, da solltet ihr anpeilen mindestens 1.800. Ihr könnt also noch zum Beispiel einen Schmuckteil auf Magieschaden verzaubern. Ich persönlich würde am liebsten spielen mit einmal Magieschaden und zweimal Maika-Rack. Bei dem Aether-Set hier habe ich das auf jeden Fall aber auf Maika-Rack gelassen, weil mir Aether auch nochmal einen Bonus gibt. Und zwar für Magieschaden. Das sind jetzt hier halt die Werte. Ich habe den Atronachenmodus-Stein drin für mehr Regeneration. Bin Vampir für weniger Damage durch Untot, durch die Passiven und mehr Ausdauer und Maika-Regeneration. Habe Max Leben, Max Maika-Buffo drin. Und ja, das war's eigentlich. Ne? Komplett Leichtrüstung. Und ja, wir schauen uns das Gear direkt mal an. Das Gear hat sich im Grunde nicht verändert, nur dass ich jetzt hier auch wirklich überall die V16 Sachen habe und das komplette Gear in Gold ist. Wie ihr sehen könnt, ne, alles in Gold. Bis auf meinen Stab auf der Frontleiste, ja. Da habe ich nicht richtig angesehen, den Flammenstab des Meisters in Verteidigung auf Gold zu ziehen. Lohnt sich für mich nicht unbedingt. Ja, wir fangen erstmal an mit dem Heilungsstab des Meisters. Das Ding ist quasi so das Nonplusultra, was ihr haben könnt. Das liegt daran, dass ihr 1000 mehr Maika bekommen, 1032. Wenn ihr den in erfüllt nehmt, dann kriegt ihr mehr Maika dazu. Ich halte, je nachdem, was für einen Inhalt ihr spielt oder mit wem ihr spielt, erfüllt für etwas besser als verteidigend. Verteidigend ist natürlich sehr, sehr, sehr stark, wenn ihr Hardmode-Inhalte spielt. Es gibt im Grunde drei Traits, die ihr für so einen Meisterheilstab haben möchtet. Idealerweise habt ihr alle und es wäre dann einmal verteidigend, für etwas defensiveres Spielen, ne? Wenn ihr nicht so schnell drauf gehen möchtet, weil ihr dann höhere Resistenzen habt, dann wäre das präzise für mehr Crit Heal, 7% mehr Zauber-Crit-Chance und Waffen-Crit-Chance und dann einmal erfüllt für eine stärkere Verzauberung auf dem Stab. Ne? Also ihr habt dann mehr Maika bedeutet effektivere Heilung und ihr habt, ihr stellt mehr Ausdauer wieder her. Ne? Die erste Heilung durch große Heilung stellt bei beeinflussten Verwünschten 258 Ausdauer wieder her. Das hilft natürlich, gerade wenn ihr viele Stamina-DDs habt, aber auch dann beim Tank natürlich, weil ihr damit Ausdauer wiederherstellt, weil ihr spammt die Fähigkeit. Ja, ne, das ist die hier, ne? Die spammt ihr. Zack. Und jedes Mal der erste Tick, ne? Ihr legt ja so eine Fläche hin und die tickt dann halt ein paar Mal, ne? 3 oder 4 Mal. Und heilt dann. Und dieser erste Tick stellt dann jedes Mal Ausdauer wieder her. Das ist halt wirklich extrem gut. Ihr solltet den haben. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie ihr zum Beispiel sagt, ihr könntet jetzt hier eine Monsterschulter oder einen Monsterhelm anziehen, zum Beispiel Valkyrie Scoria für mehr Leben. Dann könnt ihr voll auf Maika gehen mit einem Attributspunkt. Dann könntet ihr tragen
Molakena für mehr Magieschaden, was auch nochmal stärkere Heals sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder den Monster-Set, das euch mehr Max Magicka gibt oder mehr Magicka-Regeneration. Dann könntet ihr einen Heilstab der Magiekraftheilung nutzen. Ich glaube, ich habe jetzt hier aber gar keinen dabei. Und den hier muss ich mal weglegen. Braucht ja kein Mensch. Habe ich keinen dabei. Ich habe irgendwo einen Heilstab der Magiekraftheilung. Ich weiß allerdings nicht gerade auf welchen Charakter. Dann könntet ihr den hier zum Beispiel nehmen. Dann könntet ihr einen Äther-Blitzstab hier nehmen. Äther-Blitzstab habe ich leider gerade auf meinem Zauberer. Und dann hättet ihr quasi auf der Frontleiste 5 Teile Äther und hättet auf der hinteren Leiste immer 5 Teile Magiekraftheilung. Das ist eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Da habt ihr, wie gesagt, ein bisschen Spielraum. Ich nehme die klassische Variante. 2 Fünfer-Sets über Körper und Schmuck und dann 2 Mahlstrom bzw. Meisterwaffen. Ne? Alternative wäre hier der Mahlstrom-Heilstab. Der bringt euch aber nur dann was, wenn ihr auch wirklich Regeneration benutzt, also Mutagen oder rasche Regeneration. Ansonsten ist der nicht so wirklich sinnvoll. Er gibt euch halt ein bisschen mehr Crit. Ich habe den irgendwo auch noch im Verteidigen drum liegen, ich glaube auf meinem Zauberer. Und ja, dann hättet ihr weniger Max Maika und dann würden eure Stats nämlich so aussehen. Ja, ihr habt dann halt mehr Crit. Ne, fast 60%. Der ist auch hier gerade bei mir präzise, deswegen sind meine Resistenzen so schlecht. Ja, nicht so das, was ich unbedingt haben will. Laden wir mal schnell auf. Dann hier Meisterheilstab, Flammenstab auf der Frontleiste. Da ist es so, den trage ich deswegen, weil er mir auch mehr Maika gibt. Da bringt es mir nichts, wenn ich jetzt hier einen Mahlstrom, Blitzstab oder so habe. Na, Blitzstab ist Mahlstromsgeschert, bringt mir da gut, der Magieschaden wäre natürlich besser, aber ich heile nicht aktiv auf der Frontleiste, von daher brauche ich da nicht den Mahlstromstab und habe dann lieber mehr Magika. Dann, ja, fehlt mir auf der Frontleiste nämlich nicht so viel Magika. Ich bin jetzt hier bei 37k. Beim Leistenwechsel seht ihr, dass ja immer die blaue Leiste sich jetzt hier wieder nachträglich auffüllen muss. Das heißt, ich bin nach dem Leistenwechsel nie voll. Und je mehr Magika ich auf der Frontleiste habe, desto kleiner ist diese Lücke oder, ja, an Ressourcen, die ich da wieder auffüllen muss. So, dann, wie beim anderen Bild, trage ich dann 5 Teile unfehlbarer Äther, 5 Teile Magiekraftheilung. Magiekraftheilung ist so das Standardset. Ich trage hier gerade göttlich auf den kleinen Teilen, bis auf eine Schärpe, und erfüllt auf den großen Teilen. Also hier erfüllt, erfüllt und erfüllt und dann halt noch eine erfüllte Schärpe. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr genauso wie ich den Templer auch als DD benutzen möchtet, nehmt ein großes Teil und ein kleines Teil und verzaubert das auf Leben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Torso genommen, auf Leben verzaubert und die Beine. Deswegen habe ich fast 19.000 Leben. Das ist ein bisschen viel. Ich würde euch empfehlen, jetzt zum Beispiel die Schärpe zu nehmen, auf Leben zu verzaubern und die Brust auf Leben zu verzaubern oder die Beine. Dann könnt ihr nämlich die Beine auf Maika nehmen. Ne? Hier zack, auf Maika oder die umverzaubern. Ne? Und dann hättet ihr mehr Maika und wärt bei knapp über 18.000 Leben. Das würde genau reichen. Das ist perfekt. Magiekraftheilung, ne? Gebt euch 2 Magiker, einmal Magieschaden und wenn ihr ein verbündetes Ziel halt, das 100% seines maximalen Lebens besitzt, habt ihr eine 50% Chance, dass ihr seinen Magie- und Waffenschaden erhöht um 258, was halt nochmal stapelt mit Passiven etc. Das ist schon eine sehr, sehr coole Sache und das bedeutet, ja, ihr müsst das tragen. Das geht allerdings nur auf 6 Leute und aktuell gibt es da viele Gerüchte von wegen, es geht auch bei 2 Heilern insgesamt nur auf 6 Leute. Wie die Leute das getestet haben, das war eigentlich ganz simpel. Die haben sich zu 12 auf eine Stelle gestellt und die Heiler haben jetzt hier irgendwas gespammt an Heal. Und es haben trotzdem nur 6 Leute abbekommen. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir konnten das noch nicht ausgiebig testen. Das kann sein, dass das wirklich so einen, ich sag mal ja, so einen, so eine Beschränkung gibt, dass es nur auf 6 Leuten sein kann, wenn die alle in der gleichen Fläche stehen und beeinflusst werden. Das kann sein, dass die Leute das nicht im Kampf waren. Ne, es wurde immer außerhalb des Kampfes getestet, bei allen Tests, wo ich dabei war. Ja, wenn ersteres der Fall ist, dann ist ganz klar, dass bei Fights, wie zum Beispiel in der Zitadelle von Helra oder beim Schlund von Lorkash beim zweiten Boss, wo du 2 getrennte 6er-Teams hast, dass es trotzdem wichtig ist, dass beide Heiler Magiekraftheilung tragen. Weil jetzt gerade im Schlund, ne, ein Heiler halt nur seine eine Gruppe. Und selbst wenn er einen Color Change hat, ne, und dann hier einmal im Uhrzeigersinn auf die andere Seite rennen muss, dann wird er weiter hier seine Gruppe buffen, ja, und seine Gruppe da drüben heilen, auch wenn er die andere Farbe hat. Und dann bringt es ja nichts, weil dann müsst ihr ja einmal hier heilen, einmal hier heilen, einmal hier und einmal hier, der Kerl mit Magiekraftheilung, damit alle die Möglichkeit haben, den Buff abzubekommen. Na super, jetzt habe ich den. Ja, kriegt er einfach Meteor ab. So, fertig. Nein, nicht fertig. Doch, fertig.
Ne? Das ist es halt. Ne? Deswegen empfehle ich auch, wenn die Leute dann denken, ja, dann kann der zweite Heiler ja zwei komplett andere Sets tragen, empfehle ich trotzdem unter allen Umständen zweimal Magiekraftheilung zu tragen. Es ist wirklich sinnvoller. Weil selbst wenn dem wirklich so wäre und dass nur sechs Leute den Buff abbekommen können, ist es nur eine 50% Chance. Und bei zwei Heilern ist die Chance einfach insgesamt etwas höher. Und das ist ja sowieso so, dass nicht alle Mitglieder der Gruppe immer 100% Leben haben. Weil der Buff wirkt ja nur dann, wenn wir 100% Leben haben. So wie bei mir jetzt eben gerade. Ja, also das heißt, wenn das Leben droppt, dann kann der Buff sowieso nicht wirken. Also sollten es trotzdem beide Heiler tragen. Ne? Weil immer wieder Schaden kommt, dann kein Schaden. Und je öfter geheilt wird, während kein Schaden da ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man den Buff abbekommt und so seine Gruppe besser supportet. Ja, deswegen Magieaufteilung unbedingt 5 Teile tragen. Könnt es auch über Schmuck tragen, den Schmuck gibt es allerdings nur in Lila. Ich weiß gar nicht, ob der bei Atasabi angeboten werden kann, ne? Eine goldene Magiekraftheilung, Kette und Ringe. Kann durchaus sein. Nee, sollte sogar möglich sein, ne? Weil es Wurm und so weiter ja auch schon dort gab. Und dann eben Ether 5 Teile. Hier göttliche Schuhe, einen erfüllten Kopf, gibt uns Zauberkrit, kleinerer Schlechter, was wir vernachlässigen können, Magieschaden und nochmal Zauberkrit und unsere schweren Angriffe mit maximaler Stärke verursachen zusätzlichen Schaden und belegen den Gegner mit kleinerer Verwundbarkeit, wodurch der 8% mehr Schaden erleidet für 10 Sekunden. Ein Heiler im Raid sollte das immer tragen. Wurde auch bei uns viel rumdebattiert, ja, nein, Heiler sollten das nicht tragen, da gehen Ressourcen verloren und alles Mögliche. Trotzdem fände ich es persönlich sinnvoller, wenn die Heiler das tragen. Einfach deswegen, weil so eine Heavy Attack zu machen, DPS-Verlust ist. Einfach zu starker DPS-Verlust. Man macht einfach keine Heavy Attacks als DD, außer man ist jetzt ein Zauberer, aber dann trägt man eh andere Sets. Ne? Da kann man Magiekraft, da kann man unfehlbare Äther nicht unbedingt ordentlich benutzen oder ordentlich in ein Bild einbauen, ne, und zu viel DPS zu verlieren. Weil die Sache ist die, wenn man einen Blitzstab hat oder wenn man einen Heilstab hat, dann macht man ja andere Heavy Attacks und beim ersten Schadenstick wird dann dieser 5er Bonus schon ausgelöst. Ich zeige das jetzt hier mal bei dem Schlankrabben. Zack, einmal, guck mal, leuchtet lila und die kriegen jetzt beide 8% mehr Schaden. Ne? Das ist eine super Sache. Ja. Und dann kann ich es dann wieder drauflegen und wieder drauflegen. Ja, und dann kriegen sie 8% mehr Schaden. Und auch beim zweiten Boss, im Schlund zum Beispiel, ne, wenn da jetzt da drüben der Boss wäre und dann hier mein Boss, lege ich das einmal hier auf den drauf und hier auf den drauf. Und dann fange ich an, meine Gruppe wieder zu heilen, Scherben zu werfen, ne, zu buffen, zu heilen, zack, zack und so weiter. Ne. Und dann wieder einmal Äther da drauf, fertig. Dann können die in Ruhe in DPS machen, können dann voll auf Damage gehen. Es ist relativ simpel, diesen Buff aufrecht zu erhalten. Ich habe ja deswegen auch genau dieses Setup in dem letzten Video vorgestellt. Allerdings gibt es natürlich Alternativen. Was trägt denn der zweite Heiler? Ich konnte das beim letzten Mal nicht zeigen. Da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier bei goldenen Sachen bleiben wollen, die ich habe, Zwielichtgenesung zu tragen. Zwielichtgenesung, da würde ich am liebsten persönlich einen nochmal auf Magieschaden verzaubern. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Hier Magiekraftheilung, Schulterputzer, Zielichtgenesung und Huter Zielichtgenesung. So, und dann sehen wir uns jetzt nämlich so aus. Genauso viel Leben, genauso viel Maika. Ich habe ein bisschen mehr Reck, aber ein bisschen weniger Magieschaden. Und weniger Crit, logischerweise. Was macht denn Zielichtgenesung? Das schauen wir uns genau an. Wir kriegen hier einmal Maika-Reck als Bonus. Das ist super. Und wir kriegen Magieschaden als Bonus. Ne, ich habe genauso viel Magieschaden wie vorher. Korrektur. Genauso viel Magieschaden, aber mehr Regeneration. Kleinere Aegis, das ist ein netter Bonus. 5% weniger Schaden durch die ganzen Gegner in Dungeons und in Verließen. Und wenn wir eine Synergie benutzen, nicht benutzen, sondern eine Synergie werfen und ein Verbündeter sie nutzt, dann heilt er sich 10 Sekunden lang um 23,6k Leben und erhält zusätzlich kleinere Kraft, was seinen Crit-Schaden um 12% erhöht. Ja, also war es nicht mehr, war es schon gebufft, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. 10 Sekunden lang um fast 30.000. So ist das Ganze gebufft. Ne? Ich habe jetzt gerade hier die Passiven vom Tempel aktiviert mit den Skills. Fast 30.000 über die nächsten 10 Sekunden. Das ist richtig, richtig viel. Das sind fast 3k Heal non-Crit. Das heißt, wenn das kritisch heilt, kommt dann noch mehr raus.
Das ist zum Beispiel auch ganz hilfreich, wenn man Rage spielt und fast nur Magiker-Klassen dabei sind. Kleinere Kraft lässt sich nämlich auch holen über den Skill Bestienfalle. Kleine Kriegergilde, hier, nacheinander Falle. Das gibt nämlich insgesamt 12 Sekunden lang kleinere Kraft, ne? Wie ihr sehen könnt. Kritischer Schaden wird um 12% erhöht, kleinere Kraft. Deswegen ist das Set der 5er Bonus, was den was den erhöhten Crit-Schaden angeht, ein bisschen nutzlos. Früher hat man mehr Magicka gespielt, da wollte auch nicht jeder unbedingt eine Bestienfalle drin haben, dann vielleicht hat man das auch mal durch ein Schild ausgetauscht etc. Und auch jetzt ist es nicht unbedingt beliebt. Also das hier, das ist nice to have, wenn man es mal benutzen möchte, aber es ist jetzt nicht so das geilste Heiler-Set und so weiter. Also es ist schon cool, man muss aber anders heilen, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Denkt an diesen 5er-Bonus. Wenn ein Verbündeter eure Synergien aktiviert, heilt die sich 10 Sekunden lang um, ja, fast 30.000 in meinem Fall. Das ist richtig viel und ihr könnt, ich sag mal, gut heilen, indem ihr die Gruppe besser bufft. Das heißt also, anstatt die ganze Zeit aktiv zu heilen mit dem Set und dann einfach, keine Ahnung, alle jede Minute eine Synergie zu schmeißen, wie zum Beispiel so eine scheiß Scherbe, ja, oder so eine Bubble, ne, könnt ihr mehr Synergien benutzen. Das heißt zum Beispiel halt hier das Reinigungsfeld, Bubble, Bubble, oh Gott. Jetzt muss ich immer diese dummen Krabben, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Könnt ihr dann halt eben mit den Bubbles die Leute heilen. Und ich empfehle euch hier in dem Fall wirklich den Morph, der heilt bei den Kugeln. Es gibt ja die blauen Kugeln, die stellen direkt Marker wieder her und das ist nicht wenig. Das sind fast 4000 Marker in einem 8 Meter Radius. 8 Meter um euch herum. Wenn einer die Synergie aktiviert, kriegt dann fast 4000 Marker zurück. Und wenn das viele Leute machen, kann man damit sich sehr, sehr schnell wieder auffüllen. Die weißen Kugeln, die füllen natürlich auch Marker wieder auf. Das ist besser für ein bisschen konstanteren Sustain. Ne? Also dann lauft ihr nicht insgesamt schnell. Also blau füllt meines Erachtens schneller die Ressourcen wieder auf und weiße verhindern, dass sie so schnell runtergehen. Und deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, wenn ein Heiler weiß benutzt und einer blau. Also sollten sich die Heiler einfach absprechen, wer was benimmt. Wenn einmal einer aber mit Zwielichtgenesung heilt, empfehle ich unter allen Umständen wirklich die hier zu nehmen, weil die halt zusätzlich nochmal heilen. Weil mit Zwielichtgenesung, damit die Leute diesen Heal-Over-Time-Effekt bekommen, sollten sie einfach mehr Synergien benutzen. Ne? Und dann müsst ihr eben auch entsprechend Synergien schmeißen. Zack, hier, ne? Reinigung und dann weiter buffen mit Kampfgebet zweimal, zack, und dann weiter heilen. Und dann immer alle 10 Sekunden wirklich die Synergien schmeißen, Scherbe werfen und dann schaut ihr eben, dass ihr so die Gruppe am Leben erhält. Und dann macht Zwielichtgenesung durchaus Sinn oder muss effektiv oder kann effektiv genutzt werden. Aber denkt dran, es fordert eine etwas andere Art der Heilung. Deswegen, gefällt das nicht jedem. Die andere Möglichkeit, die etwas effektiver ist, wenn ihr mit viel Magicka-Chars spielt, wäre halt eben das Wurmset. Ich habe das leider Gottes nur in lila. Das ist halt ein bisschen doof. Schauen uns die Boni mal an. Magischan, Max Magicka, Magicka-Rec und verringert die Kosten eurer Magicka-Fähigkeiten und der ganzen Gruppe, ne, um 5%. Das ist richtig, richtig viel. Schau ich mal schnell mit des Wurms. Habe ich Wurmschultern? Nee, da muss ich die Magiekraft-Schultern wieder nehmen. Und ich habe des Wurms. Und dann sehen meine Sets nämlich so aus. Dann bin ich hier bei 39.612 Max Magicka. Also mehr Magicka. Fast genauso viel Magieschaden und ein bisschen mehr Magicka-Rec als mit dem Aether-Setup. Das ist schon ziemlich cool, weil das halt auch einfach passiv den Sustain eurer Gruppe verbessert. Ne? Wenn ihr euch gefragt habt, woher kommen eigentlich die blauen Kugeln, ihr seht ja einige Leute damit rumlaufen, dann, das ist das Wurmset. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr den Schmuck in Gold, ne, kaufen für Allianzpunkte oder für Ingame-Gold bei Atasabi am Wochenende. Da könnt ihr das Ganze holen. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Set. Wirklich ein Must-Have für Raid-Heiler, weil aktuell wieder mehr Magicka gespielt wird als jetzt im letzten Patch, ne, wo Stamina eigentlich so quasi dominant war, was das anging. Also sehr, sehr wichtig, dass man das als Heiler haben sollte. Ansonsten das Wurmset, der Schmuck droppt in lila auf Veteran in der Kammer des Wahnsinns. Das Aether-Set, das droppt in den Karkstein-Raids, ne? In Gold, als Goldschmuck im Veteranen-Modus.
Am Ende, beim letzten Boss, also in Helra, in Archiv oder in Sanctum Ophidia. Und das andere Set, das Zwielichtgenesungsset, das kriegt ihr entweder über die wöchentliche Belohnung oder, also Prüfungsbelohnung, wenn ihr in der wöchentlichen Prüfung drin wart, Drachenstern Arena oder die Raids zum Beispiel, oder eben aus dem Schlund von Lorcage beim Endboss. Ihr könnt dann auch Farmraids machen und dann kriegt ihr das Ganze in Blau, auch nicht ganz so verkehrt, ne, für den Anfang, ne, damit ihr zumindest was habt. Aber wir kommen jetzt hier erstmal zu alternativen Sets. Da gibt es verschiedene Sachen. Da gibt es jetzt zum Beispiel einmal Gespinst. Gespinst ist auch ein ganz cooles Set. Gibt uns 2 Maika-Boni, gibt uns Maika-Rec. Und wenn ihr ein verbündetes Ziel heilt, besteht eine Chance von 10%, dass ihr diesen 6 Sekunden lang größte Evasion gewährt. Was eine Ausweichchance um 20% erhöht. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rüstungsteile da habe. Gespinst. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe Gespinst. Ah ja, ich glaube, ich habe auch die Schultern vom Gespinst da. Ja. Magiekraftteilung, wie viele Teile habe ich gerade an? Da muss ich, ich habe leider, irgendwo habe ich noch einen göttlichen Hut. Muss jetzt hier leider den Verstärkten anziehen. Und der hier ist leider Gottes auch noch auf Leben verzaubert, warum auch immer. Nee, warte mal, ich habe jetzt hier einen Hut des Gespinst. Aha, dann kann ich hier eigentlich die Magiekraftteilung Schultern anziehen. So, jetzt habe ich hier 5 Teile. Jetzt habe ich hier 5 Teile. 10% bei der Heilung, dass man, ihr seht auch, ich habe über 40.000, also fast 41.000 Maika mit dem Setup. Habe ein bisschen weniger Magieschaden. Ich würde dann hier eine Glyphe auf Magieschaden verzaubern. Und dann habe ich eben die Chance, mir Ausweichchance zu geben, eine größere Evasion. 10% ist allerdings nicht sehr hoch, wie ihr gerade sehen könnt. Müsste eigentlich auch auf mich wirken. Glaube ich zumindest. Ich werde das jetzt hier mal spammen, in der Hoffnung, dass es wirkt. Vielleicht habe ich einfach nur Pech gerade. Oder es funktioniert nur im Kampf. Das kann auch durchaus sein. Okay. Testen wir das Ganze mal im Kampf. Weil dann müsste ich transparent werden. Ich habe es auf jeden Fall schon benutzt. Ihr habt das vielleicht auch bei meinem Schlundclear gesehen. Als ich auf dem Templar war, da bin ich an ein paar Stellen mal transparent geworden. Das lag daran, dass Robin dieses Set hier benutzt hat. Wundert mich jetzt hier irgendwie, dass es bei mir gerade nicht wirkt. Ich habe nur 5 Teile davon an. Ein bisschen komisch. Vielleicht habe ich einfach wirklich gerade nur Pech. 10% Chance. Ist nicht wirklich viel. Naja. Auf jeden Fall ist das Set ganz nett. Ist es kein Must-Have. Was man auch benutzen kann, wäre zum Beispiel das Set Heiligtum. Heiligtum, Max Leben erhalten Heilung, Max Maika erhöht die von euch in eurer Gruppe erhaltene Heilung innerhalb von 10 Metern um 12%. Das ist gar nicht mal so wenig, ne? 4% mehr Heal für euch, ihr kriegt noch ein bisschen Leben dazu. Max Maika und der 5er-Bonus ist echt, echt stark. Ich habe allerdings das Set nicht komplett. Das droppt, glaube ich, in den Verbannungszellen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, je nach Situation, wenn wirklich viel Damage reinkommt oder wenn eure Gruppe nicht so gut ist und ihr Schwierigkeiten habt, sie am Leben zu erhalten, wäre das tatsächlich eine Option. Also ich habe dann auch von Leuten gehört, dass die irgendwie am PC im Hard-Mode vom Schlund dieses Set benutzt haben. Und das wäre super, ne? Das wäre eine Option. Dann das Pflegenset kann ich, glaube ich, auch mal ausrüsten. Müsste ich, glaube ich, alles gerade da haben. Markierverteilung, Schärpe, Magiekraftteilung, ich glaube, Pflegen habe ich auch komplett mit einem schlechten Kopf, aber Maika, Rec, Max Maika, 2% mehr gewirkte Heilung. Wenn ihr eine Heilfähigkeit mit Flächenwirkung einsetzt, verringert ihr den Waffenschaden aller Feinde innerhalb von 10 Metern um euch herum 3 Sekunden lang um 420. Das ist sehr, sehr effektiv in Raids mit viel physischem Schaden. Zum Beispiel in Helra. Da kommt viel physischer Schaden rum. In den anderen Raids nicht wirklich viel. In gewissen Dungeons, wo viel physischer Schaden reinkommt, ist das ganz nett. Das wirkt auch wirklich auf alle und verringert dann eben den Waffenschaden dieser Leute. Es ist kein Must-Have, wirklich. Die ersten 4 Boni sind ganz nice, aber ansonsten, naja, braucht man das nicht unbedingt. Aber es wäre halt, wie gesagt, eine weitere Option. Ich bleibe auf jeden Fall lieber bei meinem Aether-Setup. Gerade in Dungeons, denn genug von Sets.
Wir werden jetzt uns jetzt mal die Skills anschauen, die ich so benutze. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Warte mal, Äther. 5 Teile, Magiekraftteilung, 5 Teile. Ja, auf eine Sache wollte ich noch eingehen, und zwar auf das Buff-Food. Ihr habt ja gesehen, ich benutze Max Leben, Max Maika. Ich finde, das direkt vollkommen ausreicht. Ne? Und ich habe auch jetzt hier, wie ihr sehen könnt, inneres Licht auf der Leiste, auf der hier nicht. Ich persönlich finde das so effektiver. Es gibt Leute, es gibt Heiler, die nehmen Max Leben Magika-Regeneration als Buff-Food. Nehmen dann zum Beispiel den Diebenmundestein für mehr Crit-Chance oder lassen auch den Atronachen drin. Die sind dann bei fast 3000 Magika-Reg oder verzaubern den Schmuck auf Magieschaden. Die verändern das ein bisschen. Das heißt nicht, dass die dadurch, weil sie weniger Magika haben, jetzt schlechtere gewirkte Heilungen haben, je nachdem, ob sie das dann anders balancieren. Ne? Ihr seht, ich habe mehr viel Regeneration auf meinem Schmuck, Regeneration auf dem Mundestein oder über den Mundestein, und das ist halt eine andere Art. Ihr könnt natürlich auch Max Leben Maikarek Buffut nehmen. Das liegt bei euch. Wobei das ein kleines bisschen weniger Leben gibt, deswegen mag ich das nicht ganz so gern. Aber ich persönlich finde Max Leben, Max Maika Buffut effektiver für mich. Also spiele ich auch damit. So, jo, ich bin erfrischt. Wir schauen uns jetzt hier die Skills an. Standard-Skills auf meiner Heilstableiste. Haut des Lebens sollte klar sein. Warte mal, ich versuche mal hier kurz hier zu buffen, damit ihr die tatsächlich gewirkte Heilung seht. 14k und nochmal 7k für ein anderes. Non-Crit natürlich. Rasche Regeneration. 16,5 Sekunden lang für 24,1k. Könnt ihr auch Mutagen nehmen, ist euch überlassen. Ich mag rasche Regeneration ganz gerne. Und ich benutze diesen Skill aber nur dann, wenn wir Fights haben, wo die Leute sich mal ein bisschen aufteilen oder wo sie weiter auseinander stehen. Ab und zu im Schlund natürlich, Hardmode, Archiv am Ende, da stehen die Leute nicht so geknubbelt. Das geht halt nicht wegen der Kettenblitze. Da benutze ich das ganz gerne. Ja, müsst ihr nicht. Das ist so ein gewisser Flexspot, so nenne ich das Ganze. Werde ich gleich dazu kommen. Heilende Quellen, ja. Warte mal, wieder kurz buffen. Heilende Quellen, ja, auch nochmal fast 3k jede Sekunde. Und gibt uns Maika zurück für bis zu 3 Ziele, für jedes Ziel, das wir getroffen haben. Das ist also wirklich, wirklich, wirklich billig, wenn wir da viele Leute heilen. Lohnt sich aber, wie gesagt, eigentlich eher nur im Raid, ne? Weil wir halt einen sehr, sehr großen Radius haben mit diesem Heal. Den tausche ich dann in Dungeons für gewöhnlich aus. Da bin ich aber auch relativ flexibel. Das ist aber eigentlich fast schon unser Main Heal. Wenn die Gruppe sich stapelt, benutzen da fast nichts anderes. Kampfgebet. Ganz, ganz wichtig. Gibt kleinere Raserei, kleinere Entschlossenheit und Behütung, also 8% mehr Damage und erhöht die Resistenzen um 1320. Sehr, sehr wichtig, der muss unbedingt drin sein. Dann haben wir inneres Licht. Das gibt uns 7% mehr Maika, 5% über den Skill, 2% über die Passive der Magiergilde und 10% mehr Zauberkrit-Chance. Sehr, sehr wichtig, und was anderes brauche ich hier auf der Leiste eh nicht. Und dann haben wir das aggressive Signal. Das ist die wichtigste Ulti für Group Buffing. Weil größere Kraft hier 9,5 Sekunden lang gewirkt wird, 30% mehr Crit Damage von allen in Hörreichweite. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Und das wird unbedingt benötigt, und man hat dann so eine sogenannte Kriegshorn-Rotation. Das heißt, zwei Tanks, zwei Heiler, die haben alle diesen Skill drin und dann werden die durchnummeriert. Dann heißt es Horn 1, der Kerl, der die Kriegshorn-Rotation ansagt, zählt dann halt runter. In der Regel wird dann eben, wenn man das wirklich immer permanent aktiv haben will, alle 9,5 Sekunden oder alle 15 Sekunden, so mache ich das zumindest immer, alle 15 Sekunden versuche ich ein Horn anzusagen. Und wenn es da ist, kommt es raus, und dann haben wir da eine sehr, sehr ordentliche Uptime in der Regel, wenn zumindest die Tanks und die Heiler immer am Leben sind. Und es reicht auch eigentlich völlig aus, jede Minute dieses Kriegshorn voll zu haben, ne? 240 Ulti. Dann Leiste wechseln. Das hier ist übrigens komplett Raid-Setup. Ich komme dann eben nochmal zum Dungeon-Setup, was ich dann da reinnehme. Elementarer Entzug. Ganz, ganz wichtig, dass der immer aktiv ist. Ihr könntet den austauschen, wenn ihr mit zweimal Heilstab spielt, durch die Geistabsaugung. Elementarer Entzug könnt ihr halt auch entsprechend ziemlich einfach auf mehreren Feinden platzieren. Solange der Effekt aktiv ist, stellen Angriffe mit Flammen, Schock und Frostschaden 481 Maika bei Angreifern wieder her. Jedes Mal, wenn der Damage kommt. Das ist sehr, sehr, sehr stark. Wie gesagt, könnt ihr auf mehreren Feinden platzieren, und so macht ihr es gerade den Zauberern und den Maika die Cast sehr, sehr einfach zu sustain. Na, dass die Maika immer oben bleibt, weil euer Ziel als Heiler ist es nicht nur, die Gruppe zu heilen und zu buffen, sondern eben auch für Ressourcenmanagement zu sorgen. Da haben wir den konzentrierten Fokus.
Der gibt uns alle halbe Sekunde 120 Marker zurück und erhöht unsere Resistenzen. Lodern der Speer. Halte ich für besser. Der andere gibt zwar Magiker und Ausdauer wieder zurück. Der hier stellt aber mehr Ausdauer wieder her und Magiker stellt die eh auf andere Weisen wieder her. Deswegen halte ich es für ziemlich einen Käse, einfach den anderen Morph zu nehmen. Keine Ahnung, ich mag den nicht. Der hier gefällt mir einfach tausendmal besser. Und ja, mehr Stamina-Sustain dadurch, wenn ihr mal Stamina-DDs dabei habt. Also sehr, sehr wichtig. Magiker könnt ihr nämlich auch mit den energetischen Kugeln wiederherstellen. Warte mal, für wie viel heilen die eigentlich nochmal? Mal nochmal buffen. Wenn ich gebufft bin, heilen die energetischen Kugeln. Das ist von den Unerschrockenen hier übrigens. Ne? Die Unerschrockene, der letzte Skill, energetische Kugel. 1200 Leben wieder her, non-crit, wenn sie einfach nur an dem vorbeifliegen, in einem 8 Meter Radius. Und wenn ein Verbündeter die Synergie aktiviert, dann wird er für 8,4k Leben geheilt, direkt. Und für jeden getroffenen Feind erhalten nahe Verbündete sofort keine Marker zurück, aber innerhalb von 10 Sekunden 1% Marker. Das heißt quasi, ihre Regeneration wird ein bisschen gepusht, aber direkt Marker gibt es nicht zurück. Ihr solltet also wirklich schauen, dass ihr einmal blau und einmal gelb nehmt, weil das blaue insgesamt für das schnelle Auffüllen von Marker wirklich sehr, sehr wichtig ist. Dann habe ich das verlängerte Ritual, entfernt negative Effekte von mir und die anderen können eine Synergie aktivieren, wodurch sie ebenfalls sich nochmal reinigen und heilen und es heilt auch zusätzlich in einem Radius drin. Auch nochmal. Ihr müsst nicht diesen Skill nutzen. Es gibt dann Dungeons und Raids, wo ihr aktiv heilen müsst und dann braucht ihr die Läuterung. Da bin ich gerade zu faul, die jetzt wirklich durchzuleveln. Tut mir echt leid. Da gibt es noch die effiziente Läuterung, die hat weniger Kosten, weil die ist wirklich teuer. 5k Mica für einmal benutzen, das ist echt viel. Dann könnt ihr euch sehr, sehr schnell damit leerpumpen. Ist zum Beispiel aber gar nicht verkehrt im Sanctum Ophelia, wenn ihr die Mica-Bombe habt. Dann könnt ihr euch sehr, sehr schnell damit leer machen. Dann hier die Sternstuppe drin für mehr Max Mica. Ihr könntet hier die Barriere reintun, aber ich habe die den Morph noch nicht. Ne, weil das Ding noch nicht gelevelt ist. Wäre halt ein riesiger Schadensschild. Das ist sehr, sehr gut, um die Gruppe nochmal zu schützen in gewissen Situationen. Dann könntet ihr die Nova reintun, ne, Solare Gefängnis, um den Schaden von Gegnern um 30% zu reduzieren. Das ist völlig euch überlassen, wie ihr es macht. So, wie gesagt, ihr könnt dann eben in Raids switchen. Ein Heiler sollte eben den Entzug drauf haben, der andere die Geistabsaugung. Dann könnt ihr halt eben zwei Heilstäbe nehmen. Und dann könntet ihr Raste man jetzt wieder nur die Skills aus. Dann könnt ihr eben hier die Geistabsaugung drin haben. Dann wird das so aussehen. Es müssen bei gewissen Raids auch nicht beide Heiler eine Scherbe drin haben. Bei Hellrad zum Beispiel, wo sich das aufsplittet, sollte es auf jeden Fall der Fall sein. Und dann könnt ihr verschiedene Skills dann nochmal reintun. Dann könntet ihr zum Beispiel den heilenden Hauch auf beide Leisten nehmen, wenn das für euch einfacher ist. Wenn ihr Probleme habt mit dem Leistenwechsel, ihr könntet Buße reinnehmen auf diese Leiste, damit ihr hier mehr Regeneration habt. Ihr könntet verschiedene Sachen machen. Ihr könntet rasche Regeneration auf die Leiste tun und könntet Buße zum Beispiel auf diese Leiste legen statt der raschen Regeneration, ne, damit ihr hier mehr Rack habt. Oder wenn ihr jetzt Hardmode-Content spielt, dann könntet ihr hier die absorbierende Magie als Schild reinnehmen. Ne. Dann habt ihr hier ein Schild, könnt mit den Skills hier heilen. Fertig, ja. Und könnt dann immer auch Schaden abfangen und dabei heilen und müsst dann nicht immer die Leiste wechseln. Aber könntet hier aus der Distanz nochmal einen Heal over Time casten. Ne? Müsst ihr schauen, wie es macht. Auf jeden Fall ist genug Platz oder ich brauche nicht so viele verschiedene Skills, dass ich jetzt sagen muss, ja, ich brauche unbedingt den Slot hinten, wo inneres Licht drauf ist, weil, keine Ahnung, 7% Mica, das ist einfach zu viel und nochmal 10% Crit, um darauf zu verzichten. Ich persönlich halte aber, wie gesagt, lieber eigentlich mit dem Zerstörungsstab und habe dann den Entzug drauf, weil die Geistabsaugung hat halt eine sehr, sehr lange Castzeit. Und das mache ich nicht so gern. So, je nachdem, mit was ihr spielt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Dungeons macht und ihr spielt mit Stamina-DDs, dann braucht ihr natürlich nicht die Kugeln. Dann könnt ihr hier stattdessen sowieso jetzt halt wieder die Scherben reinnehmen, oder einen Speer, und könnt euch stattdessen den Beam reinnehmen. Ja, dann könntet ihr auch, wenn ihr gar keine Mica-DDs drin habt, könnt ihr den Entzug rausnehmen und könnt euch dann die Jabs reinnehmen. Dann könnt ihr noch ein bisschen Damage mitmachen. Ja, hier, ne, habt dann Speere für AOE. Zack. Und könnt dann den Beam nehmen, um die Leute wegzubeamen. Das ist völlig euch überlassen. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist, also ich mag heilende Quellen in Dungeons persönlich nicht so gern. Ich nehme Buße hier rein und nehme mir Raschregeneration hier rein.
kann ich die Leute so heilen, ne? Und wenn dann irgendwas ist, kann ich hier Buße ziehen, wenn die Gegner tot sind, dann kriegen die Free Heal und Stamina zurück und dann halt eben noch Kampfgebet, um die Leute zu buffen. Kampfgebet, ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das ordentlich benutzt. Kampfgebet geht nur auf 6 Leute. Das heißt also, ihr müsst es doppelt benutzen, ja, damit alle den Buff abbekommen. Ist auch wichtig, manchmal cancel ich das weg, deswegen merkt man nicht, dass das benutzt wird. Bei mir hängt nur gerade so ein bisschen die Leitung, weil ich zu einer schlechten Uhrzeit aufnehme. Dungeons könnt ihr halt problemlos, wie gesagt, so heilen. Na, das reicht völlig. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich zu Skills. Ich denke mal, ich habe da nicht wirklich was vergessen. Ach so, genau. Was ihr auch mit reinnehmen könnt, wenn ihr Speere nicht drin habt. Ich habe jetzt gerade, weil ich zuletzt als DD unterwegs war, das reinigende Licht drinnen. Da gibt es den anderen Morph. Der nennt sich Macht des Lichts. Der kostet Ausdauer und der setzt die Resistenzen runter. Ihr macht nicht sehr, sehr viel Schaden mit dem Skill, aber es ist so, dass ihr nochmal die Gruppe supportet, indem ihr die Resistenzen runtersetzt. Wenn ihr also keinen Stamina-Templer dabei habt, ist es ganz praktisch, wenn einer der beiden Heiler Macht des Lichts dabei hat und die dann immer das dann immer wieder auf den Boss setzt. Hält nur 6 Sekunden lang, glaube ich, dieser Debuff. Kostet halt auch entsprechend viel Stamina. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr viel rausrollen müsst oder blocken müsst, ja. Dann habt ihr eventuell keine Stamina mehr als Ressourcen da. Aber gut, soviel zu den Skills. Wir schauen uns mal hier jetzt schnell die Champion-Punkte an, zum Schluss noch. Hier habe ich eine Standardverteilung, 100 in Magier, 87 in Arkanist. Ihr könntet rein theoretisch Punkte auch noch hier in schattenhafter Schutz oder Gelenkigkeit stecken. Ich habe mir jetzt gedacht, brauche ich nicht unbedingt. Rot, das ist jetzt hier wieder so eine Sache. Wie verteilt man die am besten? Ihr könnt Punkte in Magieschild stecken, ihr könnt Punkte in abgehärtete Elementarverteidiger, dickhäutig und schnelle Erholung stecken. Alles ist richtig, da könnt ihr nichts falsch machen. Ihr macht es dann falsch, wenn ihr das nicht eurer Situation anpasst. Das bedeutet, wenn der Raid viel Elementarschaden hat, dann solltet ihr Punkte in Magieschild stecken und Elementarverteidiger. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr viel Schaden über Zeiteffekte habt, aus was, welcher Quelle auch immer, Punkte in dickhäutig ein paar. Und wenn da halt viel Giftseuchenschaden, physischer Schaden ist, wie in Sanctum Ophidia, Punkte in abgehärtet. Und entsprechend viele natürlich, ne? Und einfach die Situation anpassen, das ist das Wichtigste. Bei Blau habe ich es mir einfach gemacht. Da habe ich gedacht, okay, 87 in Elfenblut, 100 in Gesegnet. Das passt so schon. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Jump Point ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal, kurz Neuverteilung. Müsste sogar ein Jump Point sein. Wenn ich mich nicht ganz irre. 87, 100. So kriege ich den meisten hier raus, weil ich mache eigentlich keinen Damage. Ansonsten für Dungeons kann man natürlich Punkte in Taumaturg stecken und noch in dem Elementarexperte, aber es kommt relativ viel Schaden rein in den aktuellen Inhalten. Von daher ist es gar nicht mal so verkehrt, full auf viel zu gehen in den CP. Und ja, ich mache das auf jeden Fall so. Ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe bisher Read and Raid geheilt mindestens einmal. Ich war letztens tatsächlich auch einen Schlund und habe den dann auch geheilt und es hat da ganz gut geklappt. Von daher hoffe ich doch mal, dass ich euch mit genug Infos versorgen konnte, damit auch ihr eine Heiler spielen könnt, ne? Und dann entsprechend auch durch alle Raids durchkommt als Heal. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht ganz so furchtbar gemacht, obwohl ich halt kein Main-Heal bin, möchte aber trotzdem euch dann eben, naja, das Heilen etwas näher bringen, weil das halt echt schon ganz cool ist. So Leute, ich weiß, ein langes Video, ich habe aber auch versucht, das so komplett wie möglich abzudecken, was da jetzt aktuell so die Optionen sind, was man da in welchen Situationen macht und euch dann versuchen mit Tipps zu versorgen. Ne? Denkt also immer dran, zweimal Kampfgebet, denkt immer dran, dass ihr, das muss ich so ausrüsten, eine Scherbe schmeißt und immer wieder Synergien, ja, Scherbe und die Synergien, ne? Die energetischen Kugeln. Schaut immer, dass ihr auch entsprechend hier Dingens eine gewisse Anzahl an Kugeln schmeißt, ne? Nicht nur zwei. Und vor allen Dingen schaut auch immer, dass ihr die zu den Leuten schmeißt, ne? Wenn da vorne der Boss ist und da sind die ganzen Stamina-DDs, bringt euch das nicht so viel, wenn ihr dann gerade die blauen Kugeln zu den scheiß Stamina-DDs da vorne schmeißt und eure Range-Fighter dann jedes Mal zu den Kugeln hinrennen müssen, ne? Castet also die in die Richtung der Kugeln, ne? Zack. Ne, damit die auf die zugeflogen kommen, damit die aktivieren können. Schmeißt die Scherben, also platziert die Synergien immer dort so, dass die DDs sich möglichst wenig bewegen müssen. Dann ist es am effektivsten.
Ja, also Scherbe. Synergien schmeißen, ne? Und dann zweimal Kampfgebet. Ich benutze dann immer nochmal hier einmal zack. Oder ein-, zweimal rasch Regeneration. Und dann fange ich dann halt, ich habe jetzt hier halt Buße drauf. Benutze ich dann immer die heilenden Quellen. So funktioniert das Ganze. Eigentlich relativ simpel. Als Heiler hat man quasi auch eine gewisse Rotation, ne, eine Skill-Rotation. Aber gut, ich möchte euch nicht zu lange damit zuschwafeln. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unten in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen, wenn ihr nichts mehr zu ESO verpassen wollt. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Werde jetzt gleich noch das Tanking-Video aufnehmen. Ich hoffe, da schaut ihr auch mal rein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.